Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hatsunemiku Project Diver F Second. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Lied. Da wird heute nicht lange rumdiskutiert. Da wird direkt gestartet. Mal sehen, worum es in diesem Lied geht. Love and Hate, alles klar, ich verstehe schon. Sie hasst ihn eigentlich, aber liebt ihn eigentlich und ja, bla. Der will wohl einer eindeutig nicht in die Friendzone. Mitch und Pandas. Alles klar, wir wissen das Geheimnis. So entstehen Eisbären. Okay. Okay, wird Liebe gerade mit einer Blume verglichen, die man jeden Tag gießen muss. Den habe ich gerade echt verpasst, nur weil ich auf den Text geachtet habe. Süß. Ganz süß. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Group Introduction. Achso, weil wir jetzt alle haben. You can now purchase the Len Tiger Stance Skin. You can now purchase the Polar Bear and Love Module. Und the Dreaming Panda. Ach, deswegen wurde es mit einem Panda verglichen. Ich verstehe. Okay. Ich hoffe, wir haben genügend für diese zwei Kostüme. Weil das will ich unbedingt sehen. Deswegen auch ein schlafender Panda ist nicht schön oder ist langweilig. Customize, yep. Gucken, vielleicht sammle ich mal fürs nächste Mal, wenn ich hoffentlich dran denke, ein paar. Ach so, die Skins sind songspezifisch. Ach du Scheiße, das heißt, es gibt auch noch für jeden Song das eigene. Ach du Kacke. Der Dreaming Panda. Und
für ihn gibt's den Polar Bear in Love. Alles klar. Dann wollen wir die zwei mal anziehen. Ja, ich will da raus. Ich musste nur gerade eine wichtige Nachricht antworten, deswegen hat es gerade ein bisschen gedauert, sorry. So, der Dreaming Panda. Tada! Kleines Schulmädchen. Ich bin nur 14. Wir heiraten nur drei Kinder, aber ich bin erst 14. Ja und? Je früher man anfängt, desto besser. Und der Polar Baron Love. Oh Gott, was ein bescheuerter Name. Aber gut, klar, das zeigt so ein bisschen, dass die eher... Ja gut, sie sehen auch dadurch irgendwie um einiges jünger aus. Das klingt irgendwie komisch, dadurch, dass sie eigentlich nur Klamotten und Frisur sich geändert haben. Aber die sehen da irgendwie älter aus. Das macht bestimmt nur die Frisur. Bei mir ist es der Bart. Beim heiligen Barte. Love and Hate nebeneinander. Erinnert mich irgendwie an meine Freund. Die muss mich manchmal auch hassen wie die Pest. Ich kann manchmal so ein Arschloch sein. Da wird ein Herz gebildet. Und er sagt ihr und sie, ah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin noch erst 14. Hallo, hörst du mir überhaupt zu? Und er ist total verliebt. Da war ich mal wieder zu schnell. Ich habe vergessen, dass ich beide gleichzeitig bewegen muss. Oh Mann. Herr Schmidt, es war heute kein anstrengender Arbeitstag, aber Sie sind voll nicht bei der Sache. Ich nehme an, dieses Glockengeläute wird dann nicht kommen, wenn ich die Chance Time verkacke. Und diese ganzen Herzen im Hintergrund. Oder, ach nee, Quatsch. Ja, ich hab's doch eben gerade gezeigt bei Easy, weil ich so blöd war. The Crane. Crane. Scheiße. Crane. Richard Crane.
Crane Cranson? Richard Crane? Wie komme ich denn auf den Namen Richard Crane? Mit was verbinde ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sieht irgendwie cool aus. Da gibt es so viele coole Bilder. Ich glaube, ich werde, wenn ich alle Lieder durch habe, mal so ein bisschen privat spielen. Ganz viele Diver Points sammeln. Und dann so einen Raum bei einer Folge am besten mal einräumen, so wie ich mir das vorstelle. Ein paar Sachen kaufen und so weiter und so fort. Süß. Ganz süß, die zwei. Herzzerreißend. Wie sie am Anfang nicht liebt, aber sich dann auch in ihn verliebt. Stockholm-Syndrom. Er hat sie eindeutig vergewaltigt. Das habe ich nicht gesagt, weil darüber macht man keine Witze. Das ist mal ein verdammt cooles Bild. Warum sage ich so komische Sachen in einem Let's Play, wo auch eindeutig Kinder zuschauen könnten? Ach, richtig. Weil ich keinen Bildungsauftrag habe. Und jeder sich diese Videos auf eigene Gefahr anschaut. Weil niemand wissen kann, was ich da sage. Ja. Ob das jetzt so die Logik ist? Eigentlich ist gar keine Logik dahinter. Ich bin einfach ich selbst. Also auch nicht wirklich, aber ich rede einfach meinen üblichen Mist.
ich bin ja schon auf Extreme. Eben, gerade war ich noch voll gut dabei und jetzt? Bin ich verkackt. Ist doch scheiße. Ich hab den Stern gerade mit Absicht verkackt. Weil ich das nochmal sehen sollte, weil ich das voll süß fand. Nino Sakura Fan Dance. Bitte was? Bitte was? Nino Sakura Fan Dance. Das klingt so bescheuert. Das klingt echt total bescheuert. Aber gut, das war's dann auch mit dieser Folge. Die gehen irgendwie voll schnell. Aber gut, ich bedanke mich jedenfalls bei euch herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir in ein Casino gehen. Ich glaube zwar nicht, dass es in diesem Lied darum gehen wird, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.